Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kryptogramm mit Matthias und mir, Kate von finanzdiva.de. Ich hoffe, ihr hattet jetzt eine schöne Woche und habt mächtig euch eingedeckt mit Kryptowerten, nicht nur an der Börse in Aktien oder ETPs oder ETNs, sondern vielleicht auch in die echten Kryptowerte, weil die gehen aktuell durch die Decke. Danke, Elon Musk, an dieser Stelle, dass du uns hilfst, die Kryptos zu pushen. Ich habe heute eine Aktie für euch, weil ich denke, dass viele Leute sagen, hey, der Bitcoin ist mächtig teuer und auch die anderen Werte, da traue ich mich noch nicht so ran. Da höre ich mir erstmal nachher Matthias' Meinung noch dazu an. Vielleicht denkt ihr so. Und weil er stellt euch jede Woche einen neuen coolen Coin vor und mir natürlich auch. Ich bin ganz neu bei der Sache im Thema Krypto-Investments und die Aktie, die ich schon lange im Depot hatte, habe sie nicht mehr aktuell, habe sie verkauft, leider. Das ist die Advanced Blockchain AG aus Berlin. Ich muss euch dazu eine Geschichte erzählen. Ich bin ja gerne bei YouTube unterwegs und bei Twitter und da fiel mir jemand auf, und zwar der Geschäftsführer der Advanced Blockchain AG. Das ist Michael Geike, Mike. Ich glaube, die nennen alle Mike. Und der kam ursprünglich aus London daher. Da hat er vorher gearbeitet. Das heißt, sein Englisch ist phänomenal. Und was mich so an dem Mike begeistert ist, dass er so ein Wissen hat, was Blockchain-Technologie angeht und den Bitcoin. Und nicht nur das, sondern auch Darkchain-Technologie. Da sind die ja auch mächtig dabei mit Advanced Blockchain. Und dann dachte ich, cool, das ist ein Top-CEO. Ich schaue mir doch mal die Firma genauer an, das Team. Und da musste ich feststellen, nicht nur der Mike Geike war dabei, sondern auch Robert Küfner, ein echter Bitcoin-Millionär. Der hat seit Jahren von Anfang an, der hat nicht nur gemeint, der hat auch Bitcoin gekauft, gehandelt und der hat ein unglaubliches Wissen aufgebaut. Der berät die Advanced Blockchain AG und ist mit dabei in der Tochtergesellschaft, die heißt Nakamoto. Und die werde ich euch auch dann noch näher vorstellen, was die so machen. Und dann habe ich mir generell das Team mal angeschaut. Da ist auch Peak dabei unter der Advanced Blockchain AG. Das ist nämlich eine Beteiligungsfirma, eine Aktiengesellschaft, die in Startups investiert und sie berät und auch in Token. Das heißt, ihr werdet nicht nur an coolen, innovativen Playern involviert und beteiligt, sondern auch an den Token-Investments. Und deswegen fand ich die Advanced Blockchain AG cool, weil ich wollte auch mitspielen. Ich wollte auch mit am Bitcoin und auch an Polkadot dabei sein in dem Erfolg. Jedenfalls, was ich genial finde, ist die Vernetzung. Mike Geike ist international bekannt in USA, in Asien. Die machen eine Tour, beziehungsweise sind ständig auf Tour, wenn es dann möglich ist, wieder nach der Pandemie. Und Pandemie, Stichwort das pusht das Blockchain-Geschäft. Denn ihr habt ja auch im Impfbereich mitbekommen, dass einige versucht haben, sich den Patentcode zu knacken, also einzuhacken. Und dafür sind die Regierungen wach geworden und wir haben gemerkt, wir brauchen mehr Sicherheit, was unsere IT betrifft. Und eine Pandemie hält eine Technologiefirma wie Advanced Blockchain nicht auf, sich rasant zu entwickeln, denn die Welt ist digital aufgestellt, die Leute können von zu Hause arbeiten. Mike Geike spricht phänomenal gut Englisch und ist auf YouTube präsent. Ich gebe euch den Tipp, checkt mal einen seiner Vorträge. Ihr werdet begeistert sein, was er weiß und was er für eine Wirkung auf euch hat. Ich finde, er ist charismatisch, er ist jung, er ist leidenschaftlich dabei, den Laden voranzutreiben. Und er ist das Gesicht dieser Firma. Er ist echt eine gute Wahl an dieser Stelle. Und ich liebe jedes Mal, wenn die Hauptversammlungen stattfinden, weil er berichtet so viel, was da passiert. Und es ist eine ganze Menge an News angekommen in den letzten Monaten. Und ich habe geschwitzt, was das Zeug hielt, denn ich bin eingestiegen vor über einem Jahr bei einem Kurs von 6,60 € und danach ist das Ding abgeschmiert auf 2,90 €. Ja, das war nicht lustig, das ging dann los mit diesem Corona-Crash letztes Jahr und ich hatte natürlich auch einen Bekannten von dieser Firma erzählt, der hatte auch sein Geld reingesteckt und meinte, oh mein Gott, was habe ich nur getan? Und ich so, Ruhe bewahren, die Firma hat Potenzial, ich glaube an die Firma.
Und was ist passiert? Ich habe sie verkauft mit einem fetten Gewinn. Ich bin bei 9,60 € raus. Das war im Ende Dezember, weil ich dachte mir so, was ich so alles von den Advanced Blockchain-Typen gelernt habe, ist, dass Polkadot das neue Ding ist. Weil die haben da sich jetzt beteiligt und ich dachte, okay, ich nehme meinen Gewinn von Advanced Blockchain, bleibe aber indirekt bei den Advanced-Leuten verbunden, indem ich meinen ersten Trade mit Kryptos wage in Polkadot. Und was war passiert? Ich bin bei 6 Euro in Polkadot eingestiegen, Anfang Januar, 5.1. war mein erstes Mal an der Kryptobörse. Und ja, wo ist der Polkadot heute, Matthias? Aktuell $38. Oh ja, was für ein schöner Tag. Und Gratuliere, Kate, ja, das hast du toll gemacht. Für das deinen erste allerersten Mal Krypto-Trade. war ein voller Erfolg. Unglaublich. Vor allem Und auch, dass du den Mut aufgebracht hast, gell? Also das. ja, ich habe mich halt geärgert, dass ich Bitcoin verpasst habe. Aber ich war, wie gesagt, an Advanced Blockchain dabei und die haben mich ein bisschen für das Thema begeistert. Und ich habe auch sehr viel Englisch gelernt, weil ich habe mir alle Vorträge von Michael Geikere reingezogen. Ich habe sehr viel über das Thema Blockchain gelernt und was diese Technologie für ein Wahnsinnspotenzial hat, die Welt zu verändern und auch zu verbessern, so, und auch das Internet sicherer zu machen und vielleicht auch unsere Privatsphäre wieder, ja, zu sichern, zu schützen. Ich erzähle euch jetzt erstmal was von den Beteiligungen der Advanced Blockchain AG. Sie sind an der Energy Web Foundation beteiligt. Das sagt euch bestimmt nichts, aber auch da ist das Polkadot-Projekt involviert, sowohl als auch Energy Web Token. Die versuchen jetzt, die Wertschöpfung im Energiesektor durch dezentrale Software-Infrastruktur zu verbessern. Der Energy Web Token an sich gehen die davon aus, dass das ein potenzieller Verfünfzigfacher ist. Und wer jetzt so generell Aktien handelt, da geht es ja um Tenbagger. Im Kryptobereich redet man oft. Das sind Tenbagger, ja. Das passiert so nebenbei, wenn du In Glück einer hast. Woche, ja. In einer Woche. Und dann sind sie am Manta-Netzwerk beteiligt. Stichwort Datenschutz. Die nennen sich abgekürzt DEX. Die machen die dezentrale Austauschoptimierung vom Datenschutzbereich. Sie sind an Peak beteiligt. Das ist die größte Beteiligung der Advanced Blockchain AG. Und der CEO ist auch sehr jung. Ich glaube, ich bin doppelt so alt wie Till Wendler. Das ist so schön, dass wir in Deutschland endlich eine Story haben. Junges Team startet durch, hat das Potenzial, ein Milliardenunternehmen hochzureißen. Und ich wollte unbedingt dabei sein, weil ich sage, jeder hypt die USA für Google und so. Und wir haben die Advanced Blockchain. So, dann kommen wir doch mal zu Peak. Was ich an Peak so genial finde, ist, dass sie sehr viele News raushauen. Zum Beispiel, sie haben Dr. Klaus Schaaf von VW mit an Bord und ich frage mich, steckt der vielleicht hinter den News, dass ein Auftrag erteilt wurde im Distributed Ledger Technology Bereich von einem großen deutschen Automobilhersteller? Wie kann es sein, dass jetzt auch VW sich so vernetzt mit Peak und im Advisory Board vertreten ist? Wie kann es sein, dass so viele Top-Investoren mit an Bord sind und auch im Advisory Board sind, unter anderem von Ex-Skype-CEO Michael Jackson ist dabei, also nicht der Sänger, sondern Michael Jackson gibt es auch im Advanced Blockchain Forum auf YouTube. Finde ich toll, dass die Videos machen. Die halten uns Investoren auf dem Laufenden und sie versuchen der Öffentlichkeit Kompetenz zu vermitteln und Transparenz. Unter anderem ist jetzt auch Max Conze auf den Zug aufgesprungen als Investor und auch ich glaube, der ist auch im Aufsichtsrat dabei, also Advisory Board auf jeden Fall der kommt von ProSieben und Ex-Dyson-CEO ist er auch. Also ein Chef von zwei Firmen, die ihr kennt. Michael Ganzer ist der Ex-Deutschland-Chef der Cisco, der ist mit dabei als Investor und auch als Direktor und auch im Aufsichtsrat. Ich hoffe, das mit dem Aufsichtsrat stimmt. Also das ist immer so ein bisschen verwirrend, weil die sind wirklich in vielen Tochtergesellschaften involviert, sowohl als Direktor als auch mit im Advisory Board. Das ist
aber auch gut so, weil sie erfolgreiche Menschen mit dabei haben. Und dann hatte ich noch einen gefunden, der kam von Procter Gamble. Alles große Firmen, alles erfolgreiche Manager-Typen, die auch Potenzial mit sich bringen, die Firma mit nach vorne zu bringen mit ihrem Know-how. Aber aufgepasst, die Firma ist defizitär, es ist ein Zock. Ich finde den Kurs aktuell geil, ja, aber sehr gewagt. Der ist hochgeschossen. Ich bin raus bei 69 und das Ding hat sich mal nochmal 100% nach oben bewegt. Und ich muss sagen, ja, dumm gelaufen für mich. Meine Ungeduld hat sich mal wieder nicht ausgezahlt. 260.000 Euro Halbjahresfehlbetrag. Naja, es ist ein Startup immer noch. Es ist aber eins, was ich bewundere für die Leidenschaft an Bord und die internationale Vernetztheit. Börsenwert 33 Millionen Euro. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da lag der noch unter 10 Millionen Euro. Also es ist der Wahnsinn. Wir haben eine Polkadot-Prognose von 100 Euro aktuell, habe ich dir geschickt, Matthias. Hast du das gelesen? Ja. Welcher Analyst hat das rausgehauen? Morgan Stanley. Morgan Stanley. Und angenommen, die erreichen 100 Euro, die Polkadot, also Advanced Blockchain, ist über Nakamoto beteiligt an einer Menge von Polkadots. Insgesamt sind es ungefähr, ich glaube, 188 Token haben die als Reserve. 188.000, oder? 188.000, glaube ich, erstens. Ich hoffe, ich sage jetzt die richtigen. Aber es ist eine Menge. Alles, was über 100.000 Token ist, ist schon super, weil die staken das Zeug für 15% pro Jahr, kriegen sie kostenfrei weitere Token dazu. Und wenn die das, dann sollten sie in den nächsten 6 Jahren über 500.000 Polkadots haben. Und Polkadot ist ein geiler Token, den euch Matthias gleich im Anschluss noch vorstellen wird. Ansonsten setzt die Advanced Blockchain auf Traceblock. Das ist Machine Learning-based Plattform, die Produktionslinienabfall reduzieren soll. Ist sehr in der Industrie gefragt, für den Privatanleger ein Buch mit 7 Siegeln. Und sie haben eine Menge Bitcoin. Das ist eine riesenstille Reserve. Ihr müsst immer wissen, ich schaue mir auch die Bilanzen an von Firmen, und die bilanzieren nach HGB. Das heißt, da gilt das Niederstwertprinzip. Die riesenstille Reserven von Bitcoin ist da noch aktuell gar nicht drin. Das ist eine Non-Cash-Position und die wurde noch nicht offengelegt. Das heißt, die nächste Hauptversammlung wird wieder top mit dem nächsten Jahresabschluss, weil der Bitcoin ist enorm gestiegen. Vor einem Jahr lag der noch bei 3.000 Dollar, oder? Ja, im März auch den Bitcoin. Und liegt er heute? Wir sind 55.000 Dollar. Ja, und dann rechnet euch mal aus, wie sich die Advanced Blockchain feiert aktuell mal wieder den neuen Höchststand. Sie haben zusätzlich noch Warp-Token. Matthias, kennst du Warp-Token schon mal gehört? Nein. Die haben 16.600 Token von Warp Finance Protokoll. Da beteiligen die sich auch, weil sie auch in diesem Bereich beraten. Es ist sehr spekulativ, volatil, aber spannend. Und ansonsten, ja, nochmal eine Korrektur. 181.000 Polkadots haben sie aktuell. Nur? Also, okay. Ja, also es sind doch ein paar weniger, als ich sagte. Ich habe 188.000 erst gesagt. Der Kurs von Polkadot hat sich übrigens mehr als verzehnfacht in 6 Monaten jetzt. So ist es. Und deswegen, ja, mein Fazit würde sein, ich warte ja immer mal auf die Community wie Reddit. Kennt ihr die Reddit-Zocker? Die lassen auch mal so ein paar Werte wie Marihuana-Aktien oder so über Nacht oder in 2 Stunden um 70% fallen. Da wäre ich auf jeden Fall wieder gespannt, ob die Advanced auch mal ein bisschen fällt. Und dann hole ich mir wieder ein bisschen Nachschub, weil wir hatten wirklich... ich muss sagen, aufgrund der Volatilität und des kleinen Marktes, der Marktkapitalisierung, die ist ja wirklich gering, da müsst ihr aufpassen und euch absichern. Entweder ihr sagt, seid bullish, nehmt einen kleinen Anteil Risikokapital, vielleicht, ich weiß nicht, was ihr riskieren könnt,
dass es euch nicht wehtut, falls die Aktie mal fallen sollte, weil wenig News können den Kurs richtig gut pushen, aber auch negative News könnten den Kurs zu Fall bringen. Also von daher, buy and hold wäre ideal, aber geht nur eine kleine Position ein, die ihr bereit seid, auch zu verlieren. Wir haben ja den Haftungsausschluss unter diesem Video und Matthias wird es auch noch immer im Video einblenden, dass wir euch keine Anlageberatung hier geben, sondern nur Werte vorstellen und euch sagen, wo die Reise dahin gehen könnte. An dieser Stelle, ich bin bullish bei Advanced Blockchain, jetzt gebe ich mal eine gewagte Prognose ab. In einem Jahr steht die bestimmt bei 50 Euro und ich wünsche den Jungs auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin, wenn sie dieses Video sehen sollten. Ich bin begeisterter Fan von eurer Firma und werde auf jeden Fall ein Auge auf euch weiter werfen. Ja, top, top, top. Vielen Dank, Katja, für deine Ausführungen. Man sieht, du hast dich so richtig eingelesen, nicht nur von der Investmentseite, sondern auch deinen eigenen Research gemacht. Do your own research, das kommt ja eigentlich aus dem Kryptobereich. Im Sinne von, macht euch eure eigenen Unterlagen, lest euch selbst ein. Es gibt hier riesengroße Chancen, aber auch riesengroße Möglichkeiten, Geld zu verlieren. Das Ganze innerhalb von relativ kurzer Zeit. Daher auch mein kurzes Statement. Alles, was ich heute von mir gebe, ist eine reine Privatmeinung von mir als Matthias Reder. Und ich versuche auch, diese ganzen neuen Dinge, die hier wirklich wöchentlich auf uns einprasseln, halbwegs in meinem ökonomischen Verstand als ausgebildeter Banker und jetzt sozusagen als Kryptoraner oder Kryptonaut oder wie man sich auch bezeichnen will, zu verstehen, damit man hier gewisse Ableitungen treffen kann hinsichtlich der Anwendbarkeit und ob es hier wirklich zu einem Multimilliarden-Markt kommen kann und ob dieser Coin oder Token oder ob dieses Projekt auch wirklich die Kraft hat, wirklich so innovativ zuzuschlagen, wie es teilweise in den White Papers angekündigt ist. Soweit die ersten Ausführungen. Es geht heute um natürlich DOT, also sprich Polkadot, also um den Token rund um Polkadot. Und da muss man eines dazugeben, Menschen folgen Menschen. Das hat die Katja vollkommen richtig ausgeführt. Es geht um den CEO oder Gründer oder quasi um das Brain, um das Gehirn von Polkadot, nämlich den Gavin Wood. Ein sehr charismatischer Typ, der bis vor kurzem, bis noch voriges Jahr, Anfang voriges Jahr, nämlich bei der Ethereum Foundation in der Schweiz gearbeitet hat, unter anderem mit dem Vitalik Buterin, den Gründer von Ethereum. Und der Gavin Wood hat, so wie alle extrem schlauen Menschen, die derzeit in dem Blockchain-Bereich beschäftigt sind, relativ lange an diesem erfolgreichen Projekt von Ethereum mitgearbeitet. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, aber er hat sich dann gedacht, okay, Ethereum ist eine super Basis. Ethereum quasi hat eine gewisse technologische Erfolgsgeschichte, aber ich kann es vielleicht einen Tick besser machen. Und diese Menschen sind dann natürlich auch so charismatisch und sagen, okay, ich habe die Erfahrung jetzt gesammelt und mache jetzt mein eigenes Ding. Und das eigene Ding ist sozusagen Polka. Und wenn man sich das anschaut, in welcher kurzen Zeit hier eine Erfolgsstory hingeclasht wird, wie man in Österreich so richtig sagt, ist unglaublich. Der ganze Token ist im August gelauncht worden als ICO, also quasi Initial Coin Offering, zu einem Ausgabepreis von damals 3 US-Dollar und steht mittlerweile über 38. Marktkapitalisierung 35 Milliarden US-Dollar, aktuell die Nummer 4 oder 5, das wechselt sich gerade täglich immer ab. Also einen Raketenstart innerhalb von 6 Monaten, bitte, haben die Jungs quasi dieses Projekt hochgezogen. Und warum sind sie so erfolgreich? Das muss man dazu sagen. Ethereum, das wissen wir ja schon, habe ich das letzte Mal auch schon erklärt, als Art Plattform für die verschiedensten Token-Projekte. Und das ist Polkadot auch mit dem wesentlichen Unterschied des Validierungsthemas Proof of Stake, auf das komme ich dann noch gleich zu sprechen, sondern es geht darum, dass wir nicht erstmals nur Verrechnungseinheiten zwischen die einzelnen Blockchains hin und her schicken, sondern eben auch Daten austauschen können. Das heißt, wir können sozusagen von offiziellen Datenbanken, wie zum Beispiel einem Firmenregister oder einem Grundbuch, wenn die Staaten sozusagen diese Register auch auf einer sogenannten Private Blockchain, könnten diese Daten auch interagieren mit Blockchain-Projekten. Ja? Und es gibt auch eigene Blockchain-Projekte, die auf dieser Polkadot-Universum sozusagen aufsetzen, so wie beim Ethereum, nur halt eben auch mit der Möglichkeit der Datenweitergabe. Wie das Ganze technisch etc. ausgestaltet ist, bitte fragt mich das gar nicht. Aber alleine, dass die Blockchain sozusagen unabhängig miteinander sozusagen
sich austauschen, ja, und nicht nur Verrechnungseinheiten oder über Smart Contracts gewisse Dienstleistungen etc. wandern, sondern eben auch Datenpakete mit ausgetauscht werden können. Also das ist wirklich ein Novum. Das hat es so in dieser Art und Weise noch nicht gegeben. Und die Entwickler sind hier hellauf begeistert. Das heißt, das Projekt erhält von der gesamten Krypto-Space, wie man so will, extrem super tolles, positives Feedback. Es wurden schon extrem viele Projekte gelauncht. Es gibt sozusagen ICO, war ja gestern Initial Coin Offering aus dem Jahr 2017. Wenn man das weiß, da hat man seine Coins sozusagen innerhalb von einer Woche, so wie es vorher beschrieben, so ein Ten-Packer macht man dort sozusagen im Vorbeigehen. Jetzt gibt es nicht ICOs, sondern das heißt IDOs, nämlich Initial Dex Offering. Und das sind sozusagen diese Coin-Projekte, die alle neu kommen, die diese Dateninkompatibilität oder wie immer man das auch bezeichnen möchte, abbilden können. Ich kann gar nicht die Namen alle sagen, weil ich die Projekte auch gar nicht kenne. Es gibt hier Listen etc. Man kann sich das alles auch anschauen und einlesen. Aber das gibt es, also ICO war gestern, wir machen jetzt nur mehr IDOs und hier gibt es die nächsten spannenden Projekte mit den nächsten spannenden Token. Alles auf dieser Polkadot-Plattform und das ist unglaublich, was sich hier abspielt. Wahnsinn. Ich habe ja mir ein paar Dots gekauft und was mir Angst gemacht hat, es gibt Börsen, die verhindern, dass du dir die sichern kannst auf dem Ledger, weil die wahrscheinlich noch selber nutzen, um die zu staken oder irgendwas im Hintergrund machen. Hast du da einen Tipp für uns? Glaubst du, dass es bald möglich ist, auch die auf den Ledger zu ziehen? Also ihr müsst euch das so vorstellen, diese ganzen Plattformen, ob das jetzt der Binance, der Kraken oder wie auch immer ist, die haben natürlich Probleme, dass sie bei der Fülle an neuen Projekten im Hintergrund natürlich die Infrastruktur aufbauen müssen. Insofern, dass erstens einmal der Kunde das Ganze auch kaufen oder verkaufen kann, aber wenn es natürlich im Idealfall so ist, dass es so offen ist, dass ich auch von außen her meine Tokens hinsenden kann, aber auch wenn ich sie gekauft habe, quasi auch wieder versenden kann, weil ich sie zum Beispiel selbst an meinem Ledger sozusagen sichern möchte, wobei beim Polka ist halt dann die Frage, ich muss sie ja an einen gewissen Ort legen, an einen gewissen technischen Ort, damit sie auch staken können. Diese 15%, das ist keine Geschichte, das ist eine ganz normale Verzinsung, die sozusagen in diesem Netzwerk möglich ist. Also 15% per anno, es ist doch schon unglaublich, was es hier gibt für das reine Halten des Coins. Und wie gesagt, viele weitere Projekte werden hier anfangen zu starten. Und extrem spannend, was sich gerade wieder abspielt hier. Leider gibt es den dort noch nicht an vielen Krypto-Exchanges. Kennst du da ein paar, wo man den handeln kann? Ja, also man kann ihn auf Bitpanda kaufen, ja, auf Binance sowieso. Ja. Also das sind so die gängigsten Exchanges, also da macht es auch Sinn. Nur, wie gesagt, diese Exchanges, bei Bitpanda weiß ich es, da kann man es derzeit nicht hinsenden, aber auch nicht wegsenden. Das ist noch gesperrt, aber ich denke auch, dass die dran arbeiten, dass man das. Also Bitpanda-Team, bitte, bitte, lasst uns unsere Coins sichern, weil ich kann nachts besser schlafen, wenn ich weiß, es ist mein Coin und ich habe ihn gekauft und das ist wie wenn du ein Auto kaufst und darfst es nicht aus dem Auto rausfahren, ne? Weil das Autohaus es doch selbst fahren will. So ja, ist es. Daher habe ich das Risiko, dass mir das ja verloren geht. Und ich muss euch immer darauf hinweisen, sichert euch ab, kümmert euch um Ledger. Wir verlinken unter dem Video mal, wo ihr einen Ledger herbekommt, wenn ihr euch damit noch nicht auskennt. Und die große Frage, Katja, ist jetzt sozusagen, kann Polka Ethereum vom Thron verstoßen, ja oder nein? Ethereum hat derzeit, glaube ich, Marktkapitalisierung ca. 150, 160 Milliarden, Polka bei knappe 40, ja. Das heißt, es ist dann noch ein Stück weit weg, aber die Möglichkeiten sind da. Die Community meint, das ist wirklich ein Projekt, das das erste Mal Ethereum so wirklich möglicherweise den Rang streitig machen kann. Und wir wissen ja alle, wenn wir jetzt vom Internetzeitraum das hernehmen, Netscape hatte damals den besten Browser, ja, also fürs Internet, fürs Suchen etc., aber das Beste hat sich damals möglicherweise nicht durchgesetzt, weil es kommt noch darauf, wer nutzt alle, wie schaut das Marketing aus, ja, und wie schnell kommt man über diese kritische Masse, vor allem der Entwickler und vor allem der neuen Projekte, die sozusagen auf diesem Plattform-Token sozusagen gelauncht wird. Und da ist halt eben extrem spannend, was da derzeit abgeht. Das ist, also man behält eigentlich überhaupt nicht den Überblick.
in meiner Freizeit schaue ich ja ganz gerne YouTube-Videos, auch von Gavin Wood. Und ich habe mir seinen Vortrag angeschaut und ich verstehe ja nur gar nichts vom Programmieren und die Zuhörer wahrscheinlich auch die meisten nicht. Er saß so vor dem Publikum, total sympathischer Typ. Er meinte, er ist halt, er muss immer zu programmieren. Das ist so ein Zwang bei ihm. Er muss immer zu arbeiten und es macht ihm viel Spaß. Und dann dreht er da so seinen Rechner rum, seinen Laptop und sagt, look, das ist Polkadot, I finally made it oder so. Und er war total begeistert und da war komische Programmsprache da. Also keiner hat das verstanden, nur alle schauen. Aber er war so glücklich, dass man davon ausgeht, der weiß, was er macht. Ja? Er ist verdammt intelligent. Der Eindruck ist der Hammer. Und ich habe gedacht, oh, das ist der nächste Steve Jobs. So von der Art in der Kryptowelt, der Leute mitreißen kann. Und er reißt viele Spekulanten mit. Aktuell ist meine Meinung. Polkadot hat sogar sich jetzt einen Namen in China gemacht. In den Netzwerken wird drüber gesprochen. In den USA gibt es auch eine Polkadot-Fan-Community. Und habe ich gedacht, Wahnsinn. Der sitzt in Berlin, er ist aber aus England, glaube ich, hat dort studiert. Die Sprache ist, wie gesagt, Englisch und die ganze Welt redet jetzt über Polkadot. Und das hat mich so fasziniert an ihm und seinem neuen Coin. Und das in dieser wirklich kurzen Zeit von nur 6 Monaten. Ja? Also wenn man sagt, Ethereum gibt es seit 2014 oder so. Ja? Das ist ja doch eine andere Zeitrechnung, was hier in den letzten 6 Monaten alles passiert ist. Ja. Also wer macht sozusagen diese Next Generation Blockchain? Ja? Also wer schafft es wirklich und da steht aus meiner Sicht Polkadot wirklich in der Reihe 1, kann das schaffen, diese technologische Basis zu schaffen für die Kompatibilität der Blockchains untereinander, egal ob das Private oder Public Blockchains sind, also quasi Open-Source-Projekte oder halt eben auch möglicherweise Public Blockchains. Da gibt es auch Gespräche zum Beispiel mit Regierungsvertretern auch in England, wo Polka hier auch mit den Gesprächen drinnen ist, dass man hier sozusagen sagt, ja, wenn wirklich das Firmenbuch, Grundbuch, Meldewesen, diese Dinge alle irgendwo auf einer Blockchain sozusagen stattfinden, dass es hier einen Austausch gibt, dass es hier ein Netzwerk oder eine Plattform gibt, die sozusagen die Kompatibilität erreichen kann. Und das scheint Polkadot wirklich drauf zu haben. Aber ob sie die PS auch auf die Straße dann bringen, weil das ist ja natürlich das Interessante. Das heißt, können wirklich die Coder mithalten? Können die das wirklich so umsetzen, wie es sozusagen jetzt einmal in diesen theoretischen Gegebenheiten, ja, in der Theorie schaut das ja immer alles sehr, sehr gut aus. Aber in der Praxis, es sind wesentliche Fragen noch offen, Fragen zur vor allem IT-Sicherheit. Also wir wissen ja, dass von Smart Contracts ja schon Milliardenbeträge abgebucht worden sind oder entwendet worden sind. Das heißt, diese Code-is-Law-Schicht ist natürlich immer nur so weit gut, wie dann natürlich dein Code auch sicher programmiert wurde, weil ansonsten kann man das natürlich auch schamlos ausnutzen, zum Beispiel für betrügerische Machenschaften. Ja. Ja, aber ihr seht, das Ding hat ein Gesicht mit einem coolen Entwickler. Hinter Ethereum, da weiß man gar nicht, da war der Butalik. Der Butarin, ja. Butarin, ja, da hat er sich wieder mal zurückgezogen vom Projekt, dann war er wieder dabei. Es gibt diese ominöse Foundation in der Schweiz, die sozusagen als Headquarter dient für das Ethereum-Projekt. Auch sehr, sehr interessant, aber wie gesagt, schon ein Dinosaurier im Kryptospace, während hier Polka sich anschickt, innerhalb von 6 Monaten sozusagen den König möglicherweise bald zu stürzen. Ja, dann war es das schon für heute. Wir haben euch jetzt eine Einzelaktie vorgestellt, die natürlich auch riskant ist. Einen einzelnen Token, der auch riskant ist. Und für alle Leute, die ein bisschen ihr Risiko streuen möchten, werden wir unter diesem Video einen ETP vorstellen mit WKN. Der ist richtig auch steil gegangen aufgrund des hohen Bitcoin-Anteils von 50%. Das heißt, ihr habt auch hier einen hohen Bitcoin ein Risikoposten dabei, falls der Bitcoin doch mal nachgeben sollte. Aber ich habe einige Bekannte, die haben sich an diesen ETP gewagt. Das sind, also ihr kennt ja ETFs, also gebündelte Wertpapiere, die auf jetzt Coins setzen und die mit reinholen. Dann habt ihr ja die Kryptos quasi in einer Art Fonds mit drin. Und was denkst du, Bitcoin, geht's weiter bergauf? Sollen die Leute sich doch eher mal den ETP zuerst anschauen, wenn sie große Angst haben, aber trotzdem mitspielen möchten?
Katja, du kennst meine Meinung. Ich investiere immer nur direkt. Ich nehme hier keine Zertifikate oder Wertpapiere in Anspruch. Ich gehe direkt ins Investment, hat auch steuerliche Gründe mit der Spekulationsfrist. Aber für alle, die jetzt planen, den Markteinstieg, bitte Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es kann wirklich sein, dass innerhalb von ein paar Stunden der Markt um 40%, 50%, 60% nachgibt. Das wäre schade, wenn Sie heute Ihren Einmalerlag heute hier machen. Deswegen, ich bin wirklich ein Verfechter von diesen ganzen Sparplänen. Du kannst heute anfangen mit einem Bitcoin-Sparplan, wo du monatlich alle 14 Tage oder wie auch immer sozusagen eingibst 100, 200, 300 Euro und einmal so anfängst, in diesen Markt hineinzugehen. Bei den Zertifikaten wissen wir oder Wertpapieren sowieso, das ist sowieso die meisten eigentlich sparplanfähig und das wäre auch einmal ein guter Start, dass man sich sozusagen auch vom FOMO-Gefühl, das Fear of Missing Out, das ist sozusagen ein geflügeltes Wort bei uns in der Kryptobranche, aber wenn der erste Sparplan-Deal einmal oder die erste Order sozusagen einmal eingebucht ist, dann nimmt dieses FOMO-Gefühl zum Glück relativ stark ab, kann ich nur sagen. Und dann kann man in aller Ruhe sozusagen den Markt weiter beobachten. Man ist dann drinnen und man kann sich sozusagen dann mit den weiteren Informationen beschäftigen und hat nicht mal das Gefühl, dass ich irgendetwas auf die Schnelle verpasse. Habt ihr Fragen an Matthias oder an mich? Schreibt sie unter diesem Video in die Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf euer Like, auf euer Abo. Meldet euch, wenn ihr Themen habt, Coins, Aktien, die wir besprechen sollen. In diesem Krypto-Universum gibt es noch jede Menge heißen Scheiß, den wir euch vorstellen müssen und möchten. So also, ist es, Katja. Ich freue mich. Tag. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt gesund und bis bald auf Finanztheorie. Ciao.